Komm zurück bei Far Cry 6. Wir machen jetzt erstmal hier den die Flugabwehranlage machen wir mal weg. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viele sind. Was kannst du mir sagen? Die Armee ist auf dem Vormarsch. Wir wollen sie in einen Hinterhalt locken. Sie sollen mit eingezogenem Schwanz zur Basis zurückrennen. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Danke. Obwohl ich von den Missionen nicht so der Fan von bin. Ich glaube, Level habe ich glaube ich genug. Ich glaube noch schwerer gehen die nicht. Ich glaube nur bis 8 ist glaube ich das Höchste, was du machen kannst. Dein Hund guckt so komisch. Ein Hund guckt nicht komisch? Du hast einfach nur einen Knick in der Optik. Hund guckt so komisch. Ich glaube, es sagt... Auch wenn der Hund ein bisschen dreckig aussieht. Was ist das? Ein Gaswerfer. Toll. Wie komme ich denn da hoch, ist die Frage. Komme ich da hoch? Schlauer Hund. Komm, Bum Bum, los jetzt! Komme ich da hoch? Da ist ein Weg nach oben, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ist ein Weg gewesen, da vorne. Komm ich an den ran? Sonst nichts zum Hochklettern, oder? Natürlich nicht. Wie komme ich da am besten ran? Andersherum. Also einmal andersherum laufen. Andersherum, andersherum. Ich muss mir nochmal ein Game überlegen, was ich nach Forest spielen. Was ich euch zeigen kann. Ich würde euch ja gerne Stardew Valley zeigen, aber das wären so viele Folgen. Bum Bum, hierher! Okay, wir sind da. Komm ich da irgendwie lang? Hier ist ein Weg. Und... Oh. Da ist das scheiß Teil. Hier kein. Eins. War zwei. Abgereichert ist Uran. Uran. Oh. Jetzt läuft da mal einer lang. Spezialeinheiten. Komm, ja. Hm.
Ja. Scheiße. Boom, boom. Hierher. Scheiße. Ja, noch mal raus. Ja. Ich wollte hier eigentlich noch raus. Aber außen rum. Da oben ist mein... Ah, ich soll wahrscheinlich hier rein und dann angreifen. Da unten läuft noch einer rum. Quatschen wir mal vorher noch mal mit ihr. Sehr gut. Gracias. Die Armee errichtet einen Kontrollpunkt. Als gute Nachbarn sollten wir sie willkommen heißen. Warum erweist du ihnen nicht die Ehre? Mach ich. Bei Zeiten. Jetzt haben wir mal nach da oben. Gehen wir mal nach da oben. Einmal nach oben. Wird man nicht loben. So. Talia, ich mach das für dich. Hi. Machen wir den Paolo. Gebäude 13. Das ist es. Viviro, die Parias. Alles fing mit dem Stück Scheiße an, das sich da drin versteckt. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn wir beide uns aufteilen. Ich rufe ein paar unserer Guerilleros. Wir werden Sprengsätze legen und diese ganze Viviro-Operation zum Teufel schicken. Es wird nicht leicht sein, aber du musst irgendwie in dieses Gebäude kommen und das Arschloch umlegen. Wir werden das kranke Mistschwein beerdigen. Schade, ich hätte gedacht, da geht noch so ein Teil nach oben. Den kriege ich von da hinten nicht getötet. Kriege ich von da außen nicht getötet. Bewegung, bum bum. Oben hockt einer. Komplett verriegelt. Versuche stattdessen über die Dächer hineinzugelangen. Tod von oben? Ist ein Versuch wert. Oben soll ich rein? So sollte ich aufs Dach kommen.
Ja, aber so. Das war nicht das, was ich geplant hatte. Das war überhaupt nicht das, was ich geplant hatte. Ich wollte eigentlich nur da oben. Ich krieg die da zu Gesicht, aber... Ja, also... Waffe. Das Ding ist konstruiert wie ein Bunker. Du musst deinen Kopf anstrengen, um in die Gebäude zu kommen. Verstanden. Ich habe da stehen welche. Was ist das denn hier? Auf den Geländen befinden sich die Legios. Sie wollen alles zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Tötet sie alle. Paolo, wenn du das sehen könntest. Was ist los, Dani? Was hast du gefunden? El Doctors Labor. Wir werden von Terroristen angegriffen. Richtig. Verteidigt das Legio. Der Doktor heute. Verteidigt den Weg ins Paradies. Wir sterben heute. Was hat er dir angetan? El Doktor, er hat mir Gift gespritzt. Ihr verdient es nicht zu leben. Bitte, nicht schießen. Du musst den Gebäude gehen, El Doktor. Ja. Es war nicht Maria Marquesa, es war El Doctore. Oh shit. Was war das? Rein Sie in ein paar. Auf den Geländen befinden sich die Legios. Sie wollen alles zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Tötet sie alle. Alles okay? Kannst du laufen? Dani! Jetzt meldest du dich schon das zweite Mal freiwillig für meine Experimente. Oh Scheiße. Oh Scheiße! Krankes Schwein! Ich hab gesehen, was die Vido anrichtet. Und ich werde das hier genießen, das kannst du mir glauben! Mit unmöglich. Ich kann nicht schießen. Genauso, der macht das genauso wie langsam mit meinem Skype. Ich verdammt,
Der macht das genauso wie die alte in Far Cry 5. Ich erinnere mich noch daran, wie ich meine Hände in dir. Hey, Doktor! Meine Arbeit ist noch nicht fertig. Momo! Wir sehen uns in der Hölle. Paolo, El Doctor ist tot. Ja, Dani, du hast es geschafft. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Du hast gerade das Beste getan, was man für sie tun kann. Und jetzt, raus damit hier. Rezipiente. Du bist schon mit einem Hubschrauber unterwegs. Juan? Alter, wie? Hast du gedacht, ich finde nicht raus, was ihr Kind so treibt? Wisch dir den dummen Gesichtsausdruck ab und mach mir eine Landezone frei. Paolo, wir treffen uns am Landeplatz. Und Juan? Danke. Ornes, Paolo macht keine halben Sachen. Lobo, mein Fuß! Das ist meine Befriedigung, den zu töten. Ohne Scheiß! Das ist meine richtige Befriedigung. Ich frag ja nur so, Juan, wie lange brauchst du? Schön. Kann man hier Muni einsammeln? Der Doktor? Tot! Was für eine Tragödie. Die Siegesgöttin war heute auf unserer Seite. Genießt es, Guerrieros. Denn morgen treibt sie es mit jemand anderem. Schön. Schön.
Gibt's doch bestimmt noch eine 10, oder? Noch nie was von Pedro Torero gehört? Diese Generation ist verloren. Hört er nie auf zu reden? Nein. Talia! Mio! Ich dachte, du wärst tot. No, fuck no. Hey, Doktor! Tot. Und Castillo ist der Nächste. Du klingst anders. Du hörst mich zum ersten Mal, Micha. Du marschierst mit mir nach Esperanza? Ich kämpfe dich. Ich jag Castillo eine verdammte Kugel in den Kopf. Aber denk nicht, dass ich dich vom Haken lasse. Es ist leicht, von Familie und Gleichberechtigung zu reden, wenn man kein Land regiert. Mhm. Wenn deine Revolution vorbei ist, hat meine noch nicht mal angefangen. Also halten wir das mal fest. Bicho. Si, Kapitän. Königin Clara. Ich meine Jefa. Nenn mich Paz. Paz. Radio Libertad möchte was von unserem neuesten Kommandante hören. Zieh mir's durch. Wirst du allen sagen, dass Libertad meine Idee war? Scheiße, das werde ich mir ewig anhören. Ich hasse diese verdammte Musik. Es ist nicht Pedro Torero. Ah, genau, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos. Y aquí venimos para luchar. Maximas Matanzas. Geil. Finde ich gut, dass sie jetzt auf unserer Seite sind. Wahre Yarana. Diese Terroristas, die uns heimsuchen, haben keine Vision für Yara. Sie wollen nichts als Chaos. Sie... Diego. Sie, Papa. Sie wollen nichts als Chaos. Das passt nicht. Das hast du schon mal gesagt. Schon geöffnet? Sí, Señor Presidente. Ist hier eine Bluttransfusion? Es klingelt jede Stunde, Señor Presidente. Hola, Fascista. Ich erkenne diese Stimme. Gefällt dir mein Geschenk? Du hast ihn ermordet. Was für eine Überraschung. Und durch die gefundenen Infos konnten wir 10 Ladungen von deinem kostbaren Viviro kapern. Ich hätte da eine Frage, Señora Garcia. Wenn ich tot bin und Yara brennt, was genau ist dann der Plan? Händchen halten? Und Lieder am Feuer singen? Pinga! Wer hat dir das verraten, Fascista? Du nennst mich Señor Presidente! Werf die Kamera an. Ich kann jetzt zum Volk sprechen. Papa? Was? Halbner. Läuft, Señor Presidente. Mit großer Trauer gebe ich bekannt, ein Held des Paradieses ist tot, Dr. Edgar Reyes. Er war nicht nur der Kopf hinter Viviro, sondern auch ein persönlicher Freund. Ihm ging es nur ums Geld. Dani, du hast Yara heute verändert. Aber Madrugada und El Este sind noch in Antons Gewalt. Die Monteros und die Legenden brauchen deine Hilfe. Ich weiß, was zu tun ist. Hör nicht auf, bis ganz Yara frei ist. Ich glaube, der Doktor ging es nur ums Geld. Er hat bekommen, was er verdient. Aber machen wir es als nächstes? Machen wir die Tigre oder machen wir die Madrugada? Die Familie Montero. Hm.
Warte mal. Mutter? Mutter? Onkel? Freund? Sohn. Aber die will den Sohn nicht auch noch töten. Hier. Machen wir eine Äste oder machen wir die Familie? Machen wir für die Familie. Gehen wir aber erst ein. Machen wir die Geschichte. Die Familie. Ja, wir haben jetzt 20 Folgen gebraucht. Oder 21, 22? Ich hoffe, ich fliege nicht wieder in der Flugabwehranlage. Ja, da ist eine Flugabwehranlage. Oh, la, la, la. Da ist einer. Weg mit der... Nein. Okay, wir sind gerade über eine Flugabwehranlage geflogen. Das heißt, sie müsste irgendwo... Die ist hier. Steht irgendwo da. Das hässliche Reviro-Zeug. Du bist mein Liebling. Für mich entdeckt. Wo ist das? Ist das hier vorne? Schlauer Hund. Ich freue mich. Maximus Masantas hat ein gutes Ende genommen. Guter Hund. Hey, Kleiner. Hört mal, da schießt jemand. Yep, das war ich. Fast da. Hurra. Da unten ist das. Ist unter uns. Unter uns ist das. Ja, weit unter uns. Okay, Ida. Jetzt beweise ich mich. Da brauche ich gutes Timing. Ha.
Okay. Brauchen wir überhaupt richtig, ist die Frage. War er doch gerade. Ich verstehe nur die Hälfte. Oh, wir sind da. Ida, Oluwa des Feuers, der Leidenschaft und des Krieges. Das gefällt mir. Jetzt fehlt nur noch ein Götze. Ich glaube, den Götzen machen wir auch direkt hinterher. Wo ist denn der? War hier unten. Da hinten war der. Ah, ich kann nicht abspringen. Wie er es raus muss. Ich erst mal da hin, sonst komme ich hier. Links um hin. Oh, muss ich hin? Euer Ernst? Ich möchte da oben hin. Ich liebe diesen Hund. Immer da oben. Einen Dings könnte ich mir auch mal leihen. Es war sicher schwer, das zu malen. Es ist eine Kiste. Ich war da unten.
Nein, heute gibt's keine Kisten. Ich habe genug Kisten. Heute genug von Kisten. Was haben wir denn da? Ist der Perro bissig? Ja, nur bei Feinden. Alter, was die hier alles immer zusammensprengen müssen. Weil wenn du alle Rätsel gelöst hast, kriegst du so einen Jaguar, der lässt Leute verschwinden. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass er ein bisschen mehr aushält als unser Hund hier. Hier drüben! Sag mir, was du weißt. Ich habe eine Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Du weißt, was zu tun ist. Danke sehr. Ja, diese miese... Los Bandidos. Wieder... Oh, ich muss da gar nicht dran teilnehmen. Was sind wir denn? Da ist die Flugabwehranlage. Dann fliegen wir da. Ach, da kann ich nicht, oder was? Aber da kann ich. Fliegen wir da nochmal eben hin und dann... passt das. Wisst ihr, was geil ist? Wenn ihr einen warmen Kopf habt und dann so eine kalte Hand habt. Oh, ist das so gut. Einmal drehen. Das Banditos-Update. Hey. Aber ich komme da bis da hinten gar nicht hin. Hey, ich glaube, ich komme bis nach da hinten. Komme ich gar nicht hin. Oder so. Ja, ich liebe diesen Hund. Brauche ich denn ein Auto oder sowas? Brauche ich irgendwie einen fahrbaren Untersatz oder sowas? Dankeschön für den Truck. Den habe ich gebraucht. Nehmen wir den mal und dann fahren wir. Was ist denn das? Die Guerreros da könnten Unterstützung gebrauchen. Ja, aber jetzt nicht.
Hallo. Dani, die Bauern in der Gemeinde Fernando haben Libertad sehr geholfen. Und jetzt werden sie Tag für Tag vom Regime unter Druck gesetzt. Was kann ich tun? Du solltest mit Senora Toca reden und herausfinden, was sie braucht. Sie ist die Präsidentin des Bauernkollektivs. Schon dabei. Sie hat Libertad gerade mitgeteilt, dass ihre Bauern die Vereinbarung brechen wollen. Aber wir brauchen diese Leute auf unserer Seite. Scheiß auf alle, die Yara so ausnehmen. Der fährt gerade weg. Die ist schon tot. Da ist der befehlshabende Offizier. Ha! Augen auf, Dani. Ich kriege keinen Schlüssel. Hast du etwas Wichtiges? Aber. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir mal hier die Aufgabe und dann gehen wir mal zu La Familia. Bis dann.